für mich ist die Frage, weil ich hab das erst gestern mitgekriegt, dass ihr ja schon so viel früher angefangen habt mit der Musik. Echt? Das wusstest du gar nicht? Aber es gab ja tatsächlich auch noch ein geografisches Konzept. Ja. Wir haben ja nun mal diese China-Japan-Geschichte in dem Film. Und Kenneth hat irgendwann auch mal wirklich gesagt, dass er es interessant fände oder dass es schön wäre, wenn wir eben einen China-Einfluss spüren und einen Japan-Einfluss in der Musik. Und hat mir auch durchaus Referenzen gegeben, YouTube-Videos geschickt, und ich habe mir das alles pflichtbewusst angehört, instinktiv gemacht, was ich immer mache. Das Konzert über Bord geschmissen und mich auf meine Emotionen verlassen. Und ich hatte richtig schlechtes Gewissen. Deswegen, weil ich dachte, so, ich habe ja keine Recherche betrieben. Jetzt, wenn man es oft genug hört, dann geht es vielleicht ins Unterbewusstsein über. Aber ich könnte niemandem erklären, was jetzt was ist. Ich meine, ich finde sowieso bei Filmmusik oder überhaupt Musik, das Wichtigste ist wirklich letztlich unterm Strich immer die Emotion. Mhm. Zuschauer sind auf einer komplett anderen Ebene, und das ist die Wichtigste, wo sie abgeholt werden müssen. Spannende Sachen bei rauskommen. Also für mich zum Beispiel, ich finde die, also was so, das Thema, das bei mir immer im Kopf hängen bleibt, nachdem ich den Film gesehen habe, ist eigentlich das Thema, wenn Yunyuns Reise nach Hokkaido beginnt. Ja. Das ist für mich so das entscheidende Motiv im Film. Das war auch das, was als allererstes existiert hat. Das ist wirklich noch. Also nicht dieselbe Aufnahme, aber es ist eigentlich noch das Original-Demo. Ja. Das war das erste Arrangement, die erste Idee, die wir hatten. Und zwischendurch war es mal fetter, größer mit Streicher-Overdubs und so, aber dann hat sich rausgestellt, das ist einfach zu groß für die Szene. Ja. Und dann sind wir wieder runtergegangen zu dieser Solo-Besetzung, die ich ursprünglich auch wollte. Mir fällt noch was ein, von wegen Zufallsthemen und so weiter. Wir haben ja, ich glaube, wir haben 6 Melodien, Motive, Themen mindestens in dem Film. Ja. Und eins davon, das war einfach nur, ich sollte eine bestimmte Stimmung einfangen. Das ist aus einer Improvisation eine Melodie folgt. Ich kann gar nicht ohne irgendeine Melodie einzubauen. Aber es war nie eine entworfene Melodie, kein Konzept, sondern einfach so ein bisschen drauf losgespielt. Und dieses Stück hat Kenneth so gut gefallen, dass es ist eine Demo, hat er, und hat so viele Szenen gepackt, dass ich dachte, das kann ich ja nicht immer wiederholen. Aber dieses Motiv war halt immer drin. Und plötzlich wurde das quasi sowas wie Keikos Thema. していたみたいだけど、結局どの人とも長くは続かなくて。
それがなぜだかやっとわかりました。あなたが心の中にいたんですね。Unser Gitarrist Riccardo Rocchi. Der ist klasse. Er ist in Rom und er ist halt klassisch ausgebildeter Gitarrist. Das Tolle bei ihm ist, er ist halt auch ein Fan, ein Filmmusik-Fan. Und wenn jemand von vornherein so enthusiastisch ist, dann hat man weniger Hemmungen, ihm alles Mögliche zu geben. Musikalischer Hintergrund, das habe ich schon öfter erlebt, ja, dass die Regisseure das haben. Ja. Weil die Zusammenarbeit mit Ken ist überhaupt nicht normal. Ja. Da ist er echt ein Unikat. Ja. Das ist, es ist sehr schön, ja, ein gewisser Luxus, aber es ist auch anstrengend. Ja. Es ist wahnsinnig viel Arbeit und er macht ja so viel anderes nebenher. Das heißt, ich schicke ihm dann immer Sachen und will immer, ja, Feedback haben und er hört die wochenlang nicht. Und ich denke dann immer, er schweigt sich nur aus, weil er es scheiße fand. Uh-huh. Aber irgendwann frage ich nochmal, sag mal, was war denn mit dem einen Stück? Und ich so, ja, wie hieß das nochmal? Wir haben die ja irgendwann durchnummeriert nur noch. Uh-huh. Dadurch wurden die Titel immer abstrakter. Er wusste gar nicht mehr, wovon ich sprach. Ja, ja, das ist dann natürlich schwieriger, so zu kommunizieren, wenn er nicht hundertprozentig bei der Sache ist. Kann er ja auch nicht. Er schneidet noch, er ist mit den Schauspielern zugange und so weiter. Aber ich bin halt abhängig von dem Feedback. Ich sitze da zu Hause, drehe Däumchen, ja, versuche neue Sachen aufzunehmen und weiß nicht, wo ich bin. Ja. Aber mit den Streichern, ja, das war extrem diesmal, weil die echt zu ackern hatten. Das ging über das Übliche hinaus.
teilweise weiß ich auch nicht, wie es notiert wird. Ich weiß, wie es klingen soll. Und dann sage ich, okay, ich habe es jetzt so aufgeschrieben, aber es soll so klingen wie in den Demos. Du weißt schon, was ich meine. Und genau so wird es dann halt auch gespielt. Das ist toll. Also gab es auch, erstaunenswerterweise war es größtenteils spielbar, wenn auch so schwer. Er macht auch die Overdubs, ist da sehr gut drin, hat sich da drauf eingeschossen. Er holt dann natürlich noch ein paar andere Streicher dazu, da trotzdem. Also das ist dann schon nicht nur ein Instrument, das nee, also er nimmt es auch mit verschiedenen Geigen auf. Wenn er dieselbe Figur jetzt öfter aufnimmt, dann sollen es schon auch andere nicht exakt dasselbe Instrument sein. Andere Musiker, nicht nur er mit verschiedenen Geigen. Andere Musiker auch, genau. Dann auch er mit verschiedenen Geigen. Teilweise ist es über das Mikrofon anders positioniert, sodass alles ein bisschen anders ist. Und wir mischen es dann nochmal mit den Samples. Die kommen dann nochmal so als Teppich in den Hintergrund, um ein bisschen mehr Masse zu geben, wenn nötig. Also ich habe ein bisschen ein paar Sachen gehört während der Drehzeit, also ja. Was eigentlich auch ganz interessant war, weil dann das, was schon da war, in gewissen Rohfassungen auch so ein bisschen die Bilder beeinflusst. Und nachdem es also bei mir so ist, dass dann auch der Ton ein bisschen die Bilder beeinflusst, ist natürlich für dich dann schwierig, wenn du anfängst und es gibt keine Bilder, die den Ton beeinflussen. Inwiefern verändert sich das dann über die Zeit? Gibt's dann, kommen dann Veränderungen dadurch, dass du die ersten Bilder siehst? Oder? Gar nicht so sehr. Also ich meine, es gab zwar nicht die Filmbilder, die ihr gefilmt habt, aber ich hatte ja Bilder im Kopf. Also Kenneth hat mir ja schon Bilder eingepflanzt. Ja. Und